Ahoi, hinter mir hängt sie wieder, die Regenbogenflagge. Seit mehreren Jahrzehnten bereits das Symbolbild der LGBTQ+-Bewegung. Diesmal habe ich den Zungenbrecher hinbekommen. Und diese Flagge könnte ab dem nächsten Jahr mehrere Tage lang in Dresden vor den Rathäusern und dem Kulturpalast wehen. Einen entsprechenden Antrag dazu hat die Linke eingereicht, der am 16. oder 17. Juli im Stadtrat behandelt wird. Die Linke fordert in ihrem Antrag, dass die Regenbogenflagge, zwar leider ohne Piratensymbol, aber immer noch schön, in der CSD-Woche und am Eider Hobbit, was das ist, machen wir gleich, in Dresden vor den Rathäusern und dem Kulturpalast wehen werden. Was ist jetzt der Eider Hobbit? Der Eider Hobbit ist eine Abkürzung International Day Against Homo, Bi, Inter and Transphobia. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das heißt, es ist der internationale Tag gegen Homofeindlichkeit, gegen Bifeindlichkeit, gegen Interfeindlichkeit und gegen Transfeindlichkeit, um es nochmal auf Deutsch zu wiederholen. Und dieser ist am 17. Juni. Warum dieses Datum? Im Jahr 1990, am 17. Juni, erklärte die Weltgesundheitsorganisation, dass Homosexualität keine psychische Krankheit mehr ist. 1990. Fun Fact am Rande, der gar nicht witzig ist. 2018 befand die WHO, dass auch Transsexualität keine Krankheit mehr ist. Lassen wir dieses Kapitel einfach aus. Was spricht jetzt für die Regenbogenflagge vor dem Dresdner Rathaus? Es gibt tatsächlich einige Pro-Argumente. Zum ersten ist es ein Zeichen der Solidarität gegenüber der LGBTQ-Community. Wir sehen euch, wir wissen, dass ihr da seid. Und ihr gehört zu uns und das ist auch gut so. Und das ist meines Erachtens ein sehr schönes Zeichen. Gleichzeitig steht diese Flagge für Lebensfreude, sie steht für Stolz, sie steht für Freiheit und sie steht für Frieden. Und warum man ein solches Symbol nicht in seiner Stadt haben wollte, das müsste mir erstmal jemand erklären. Und zum Dritten erinnert diese Flagge auch heute noch an die Missstände, die weltweit herrschen, auch hier in Deutschland. Diskriminierung, Verfolgung und zum Teil auch, ja, eine gewisse Illegalität, die mit Homo und Trans und Bi und Intersexualität verbunden wird. Und dagegen gilt es, ein Zeichen zu setzen. Was spricht jetzt gegen das Aufhängen der Regenbogenflagge? Ja, eigentlich nichts, jedenfalls unserer Meinung nach. Natürlich kostet das Geld, so eine Fahne zu kaufen, und natürlich muss irgendjemand das Ding aufhängen und wieder abhängen. Das könnte man jetzt als Kontrapunkt sehen. Gut, aber Vorsicht! Was wir nicht brauchen, ist eine reine Symbolpolitik. Denn es wird nicht einfach reichen, eine Flagge zu hissen und dann zu sagen, so, jetzt haben wir ja alles getan für die Schwulen da, ne? Nein, was es braucht, ist ein bisschen mehr. Die Politik muss für mehr Aufklärung sorgen. Die Politik muss dafür sorgen, dass die Gleichstellung und die Gleichbehandlung auch überall genauso umgesetzt wird, wie es denn propagiert wird. Und das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, dass sich nicht nur im Stadtrat etwas tut, sondern die Fraktionen, die im Stadtrat sitzen, müssen auch über die Grenzen Dresdens hinaus dafür sorgen, dass die Rechte der LGBTQ-Community, ja, eingehalten werden, respektiert werden. Ich mache hier einen kurzen Wink auf die Blutspendeaffäre im Bund. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Für mich persönlich ist das Hissen der Flagge eine nette Geste. Ich begrüße diesen Antrag und ich würde mich freuen, wenn der Stadtrat zu einem Ergebnis kommt und sagt, wir machen das, wir setzen ein Zeichen hier in Dresden. Nun ist der Stadtrat allerdings ein bisschen gespalten. Es gibt Fraktionen, die unterstützen die LGBTQ-Community und es gibt Fraktionen, bei denen findet man im Programm noch nicht mal einen Eintrag. Aber wir, die Leute, die durch diese Fahne repräsentiert werden, wir sind Teil der Gesellschaft. Und nur weil wir nicht im Programm einer politischen Partei stehen, sind wir nicht plötzlich weg. Und falls ihr euch jetzt fragt, die Diskussion ist doch schon uralt. Richtig,
Die Diskussion um die Regenbogenflagge in Dresden gibt es schon seit Jahren und bis jetzt konnte sich die Stadtverwaltung immer hinter der sächsischen Flaggenverordnung verstecken. Das geht nicht, das können wir nicht so einfach umsetzen, das geht gegen das Gesetz, gegen die Verordnung. Seltsamerweise funktioniert es mittlerweile in Leipzig, in Chemnitz und in Pirna. Und ich würde mich sehr wundern, wenn das bei denen funktioniert, aber in Dresden plötzlich irgendein Gesetz dagegen spricht. Also dann, verfolgt die Debatte, seid gespannt, wir sind es.